Leute, es ist soweit. Zombie startet wieder. Modern Warfare 3 wird Zombies beinhalten. Und zwar am 10.11. geht's los in Modern Warfare 3. Wir werden die komplette DMZ im Zombie-Modus drin haben und Elemente aus Outbreak, also aus Cold War Outbreak. Das heißt, wir fangen jetzt an mit den DMZ-Zombie-Tipps und Tricks-Videos. Wir werden unsere Abenteuer auch mit euch teilen. Ich freue mich sehr auf die Zeit. Und wir fangen mit dem Grundsätzlichen an. Erstmal, was ist eigentlich DM-Zombies? Wir fangen ganz basic an mit dem Logo, und zwar sieht das so aus, MWZ, also Modern Warfare 3. Der Zombie-Modus heißt Modern Warfare Zombies, MWZ. Wir werden ihn weiterhin hier unter anderem DM-Zombies nennen, nicht wundern, weil eben so viel DMZ im Zombie-Modus drin ist. Und zwar sieht es dann so aus, dass wir genau wie in DMZ einen Operator auswählen müssen. Wir müssen uns überlegen, welches Loadout wir nehmen, welche Waffen mit reingenommen werden. Dabei haben wir wie in DMZ auch die Möglichkeit, unsere versicherten Waffen mitzunehmen. Die werden wieder einen Cooldown haben. Wir werden aber auch Kontrabandwaffen mitnehmen können. Und es gibt noch mehr Optionen, auf die ich nachher eingehen werde. Außerdem werden wir Missionen auswählen, genau wie hier auch, wie bisher auch mit den Fraktionen. Hier ist es aber jetzt so, dass wir nur eine Mission auswählen, sehr interessant. Und das Ding ist, dass wenn die Mission erfüllt ist, wir nicht zurück in die Basis müssen, eine neue Mission auswählen und wieder in die Runde reingehen, sondern die Mission wird sozusagen automatisch fortgesetzt. Das heißt, nach Auswahl von Mission 1 und Erfüllen in der Runde von Mission 1 startet automatisch Mission 2, was erstmal eine coole Erweiterung ist. Was die Teamgröße angeht, wir werden solo reingehen können, aber gedacht ist das Ganze für Teamspieler. Das heißt erstmal, die Standardgröße wird Dreier-Teams sein. Wir können also automatisches Team auffüllen, ausmachen und solo reingehen. Und man kann entsprechend als Duo reingehen. Maximale Teamgröße also 3, wobei man in-game sich wie in der DMZ, auch wie in den vorhergehenden Seasons zumindest, also vor Season 5, sich als Platoon verbinden kann und in 6er-Teams rumlaufen kann. Also, insgesamt haben 24 Spieler Platz auf der Map. Das heißt, theoretisch könnten bis zu 4 6er-Platoons in DM-Zombies entstehen, wobei PvP deaktiviert ist. Das heißt, wenn ihr auf andere Spieler trefft, könnt ihr mit ihnen kommunizieren, mit ihnen reden, Sachen austauschen oder vielleicht gemeinsam neue Strategien entwickeln, andere Gegner, also andere Zombie-Gegner anzugreifen. Aber ihr könnt diese Spieler eben nicht angreifen, ihnen keinen Schaden zufügen, zumindest nicht direkt. Vielleicht könnt ihr ja indirekt eine Zombie-Horde auf sie losjagen oder sowas. Da werden wir sicher einige lustige Szenen erleben. Aber prinzipiell ist es ein PvE-Modus. Das heißt, der direkte PvP ist nicht möglich. Und entsprechend ist es besonders wichtig, Proximity-Chat zu nutzen, um mit den Leuten zu reden. Wenn ihr euch ausgerüstet habt und auf die Map ladet, startet ihr in dem Außenbereich der Map und wir sehen hier einmal die Übersicht. Außenbereich bedeutet hier Zone 1, dann die gelbe Zone ist die Zone 2 und in der Mitte haben wir Zone 3. Zone 3 ist die schwierigste Stufe, da muss man entsprechend super ausgerüstet sein. Da treffen einen die Boss-Zombies sozusagen, also wirklich große Monsterkreaturen und die Zone ist entsprechend auch mit stärkeren Zombies gefüllt, die mehr Schaden machen. Während im Außenbereich eher die einfachen Zombies rumlaufen und hier auch Menschen anzutreffen sind. Das heißt, wir haben hier wieder KI. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, aber es ist erstmal so, dass hier Soldaten rumlaufen mit Feuerwaffen. Allerdings ist es nicht so wie in der DMZ, dass sie so hyperaggressiv sind, sondern sich zum einen erstmal schwächer verhalten, also weniger Schaden austeilen und zum anderen auch einen starken Fokus auf die Zombies haben, also den Spieler nicht unbedingt eine reelle Bedrohung darstellen, so wie es momentan aussieht. Auf der Map selber werden wir wie in der DMZ Dinge finden wie Waffen, Plattenwesten. Es ist komplett identisch wie in der DMZ und auch Ausrüstungsgegenstände aller Art, das ist gar keine Frage. Auch Aufträge werden wir finden. Ihr kennt ja die Symbole, die Telefone müssen aufgehoben werden, ein Auftrag muss angenommen werden und dann können diese ausgeführt werden. Wobei dann die Währung für das Erfüllen solcher Aufträge nicht mehr der Dollar ist, sondern die Essenz. Also Essenz, die neue Währung. Wichtig merken. Auch erfahrene Zombie-Spieler müssen jetzt erstmal ein bisschen umstellen, weil die Essenz so ein bisschen eine andere Währungsstufe hat. Als Beispiel, ein Packer Punch 1 Upgrade kostet nur noch 5.000, Packer Punch 2 10.000, Packer Punch 3 15.000. Das heißt, die Essenz-Währung an sich ist anscheinend ein bisschen schwieriger zu bekommen oder ein bisschen wertvoller. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was bedeutet Packer Punch für die, die es nicht wissen? Packer Punch ist ein Upgrade für eure Waffen, das absolut essentiell ist für das Betreten der inneren Welten. Das bedeutet, in der Außenwelt findet ihr ein Gerät, was sozusagen Packer Punch
1 beinhaltet. Das heißt, ihr legt eure Waffe, die ihr gerade habt, in dieses Gerät und es wird upgraded auf Packer Punch Stufe 1. Damit bekommt diese Waffe extreme Boni. Sie schießt schneller, sie wird mehr Munition haben. Zumindest ist es in den Zombie-Modi so. Mehr Munition, schnelleres Schießen und natürlich stark erhöhter Schaden auf Packer Punch Stufe 1. 5000 könnt ihr es also upgraden. Und das findet ihr eben nur in der Außenzone 1. Sobald ihr die Außenzone 2 oder die mittlere Zone 2 betretet, könnt ihr hier die Packer Punch Maschine 2 finden für das Packer Punch Upgrade 2, was dann 10.000 kostet. Und in der inneren Zone, in der Dreierzone, bekommt ihr entsprechend die Packer Punch Aufwertung 3. Während also das Packer Punch System absolut essentiell ist, ist aber auch eine weitere Sache essentiell, und zwar die Waffenstufe an sich. Eure Waffen werden jetzt Farben haben. Es ist so, dass das Ganze jetzt mit Rot beginnt, also Rot ist sozusagen die schwächste Form, dann über Grün, Blau, Lila und Gold erhöhen sich sozusagen die Waffenstufen. Eine Waffenstufe ist sozusagen die Wertigkeit eurer Waffe. Geht ihr also zum Beispiel mit einer TR-76 rein, mit einer roten Variante, dann könnt ihr auf der Map das Ganze upgraden in eine grüne Variante, womit sie dann stärker ist, mehr Schaden macht und entsprechend dann auf Blau und Lila upgraden. Also Waffenstufen und Packer Punch verbessern eure Waffen. Wenn man das Ganze jetzt noch kombiniert mit dem Kauf von Platten und, merkt ihr schon, dass die Verwaltung des Geldes, also der Essenz, möglicherweise eine wesentlich größere Rolle spielt als in der DMZ. Da Modern Warfare 3 Zombies auch ein Extraction-Shooter ist, könnt ihr hier auch extrahieren. Das heißt, ihr habt hier wieder eure Extraktionspunkte, wo Hubschrauber euch abholen können. Und was extrahiert ihr? Einfach alles. Also zum einen mal könnt ihr Kontrabandwaffen sammeln, also Waffen in eure Kontrabandstash stecken. Ihr könnt Ausrüstung extrahieren. Ihr habt verschiedene Operator, die entsprechend für viele verschiedene Ausrüstungen haben und so weiter und so fort. Aber eine Sache ist wichtig, Packer Punch könnt ihr nicht extrahieren. Das heißt, eine Waffe, die ihr zum Beispiel auf Packer Punch 2 geupgradet habt, wird nach Extraktion wieder zurückgesetzt auf Packer Punch 0 und muss dann bei der erneuten Betreten wieder auf Packer Punch 1 und 2 und 3 geupgradet werden. Was dagegen jetzt komplett neu ist, sind die sogenannten Baupläne. Die Extraktion eines Bauplans ermöglicht euch, gewisse Items jetzt in der Zukunft selber zu craften. Absolut geniale Funktion. Das heißt, ihr könnt gewisse Sachen selber craften und dann selber mit reinnehmen in die nächste Runde. Dazu gehören zum Beispiel die Wunderwaffe, Munitionsmodifikationen oder Perks, also die sogenannten Extras. Diese Baupläne sind so heftig, dass sie 48 Stunden Cooldown haben können. Das heißt, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, dass man nicht jede Runde overpowered reingeht, wenn man entsprechend viele Dinge gesammelt hat, sondern auch hier hat man einfach wieder den Faktor Zeit als Begrenzung drin. Jetzt habe ich Wunderwaffen, Munition und Perks genannt. Fangen wir mal an, die Dinge zu erklären. Was sind Wunderwaffen? Wunderwaffen sind besonders starke Waffen, wie zum Beispiel die klassische Raygun, hat jeder schon mal gesehen. Also Waffen, die besonders stark sind. Sollte man so eine Waffe finden, lohnt es sich wahrscheinlich besonders, diese Waffen zu behalten und zu Packerpunchen und als Mainwaffe in der Runde weiterzuführen. Wunderwaffen sind in der Regel sehr, sehr schwer zu bekommen. Man kann sie über Wunderkisten, also über diese großen Kisten mit Fragezeichen bekommen. Diese Kisten spucken zufällige Waffen aus. Das heißt, hier ist ein gewisser Zufallsfaktor, dass man vielleicht eine Wunderwaffe kriegt. Man kann Wunderwaffen über das Erfüllen von Aufträgen bekommen, aber auch eine geringe Wahrscheinlichkeit. Und eben diese Baupläne, die einem die Möglichkeit geben, diese Wunderwaffen selber zu craften. Das zweite, was man jetzt mit diesen Bauplänen craften kann, ist also die Munition. Und zwar war es bisher so in den alten Zombie-Teilen, dass diese Munitionsmodifikatoren in den Packer-Punch-Maschinen enthalten waren. Das heißt, man konnte in den Packer-Punch-Maschinen entscheiden, ob man seine Waffe Packer-Punchen will und oder ein Munitions-Upgrade aufspielen möchte. Es sind Eigenschaften wie zum Beispiel Eis oder Feuer. Eis verlangsamt die Gegner und macht Schaden. Feuer macht mehr Schaden gegen Rüstungen und so weiter und so fort. Und diese Munitionsmodifikatoren können jetzt eben über diese Baupläne gebaut werden und dann mit in eine Runde reingenommen werden. Die dritte Sache, die man craften kann, sind Perks. Perks sind Extras, das sind diese schönen Dosen, Erfrischungsgetränke, die man in Getränkeautomaten ziehen kann. Die sind über die Karte verteilt und man muss sie kaufen. Sie bleiben komplett erhalten, das heißt, man kann alle Perks im Laufe einer Zeit sammeln und wenn man stirbt innerhalb einer Runde und wieder aufgehoben wird von seinen Teamkollegen, auch wenn man komplett down war, verliert man im Gegensatz zu früher keine Perks. Das heißt, diese Perks bleiben einem erhalten, solange man in einer Runde immer wieder aufsteht und extrahiert. Ganz, ganz wichtig. Also diese Perks sind sehr, sehr stark und werden wieder die bekannten Eigenschaften haben wie in den alten Teilen. Ich sage da nur mal als Beispiel den Juggernaut mit mehr Leben oder zum Beispiel die Tempo-Cola, die euch schneller gemacht hat oder der Kiri-Drink zum Beispiel mit dem Auto-Aim-Assist für mehr kritische Treffer und so weiter und so fort.
Während ihr also eure Loadouts immer weiter verbessert, die Perks levelt, Baupläne sammelt und so weiter und so fort, schreitet ihr nicht im Spiel, sondern vor allem auch in der Story voran. Die Story-Missionen werden erfüllt und sie bestehen momentan aus 3 Tierstufen. Das Besondere ist jetzt, dass der Abschluss einer Story-Mission anders als in dem DMZ jetzt Videosequenzen freischaltet. Also ihr habt sozusagen so ein Erfolgserlebnis. Aha, ich habe was geschafft, ich habe einen Abschluss eines Abschnitts geschafft und dann werdet ihr entsprechend belohnt und es wird offensichtlich, dass ihr was Besonderes geschafft habt. Ihr fühlt euch im Laufe der Zeit immer besser und sicherer und stärker, tiefer in die Welt von MWZ einzutauchen und den Bossen gegenüberzutreten, immer mehr Geheimnisse zu erforschen, bis hin zu den Weltenbossen. Ja, um Himmels Willen, das ist ja schon wieder ein Weltenboss. Also ein Weltenboss ist extrem mächtig, noch viel, viel stärker als die normalen riesigen Endbosse, die riesigen Monster. Ein Weltenboss ist so mächtig, dass es ein Team alleine wohl nicht schaffen kann, einen Weltenboss zu legen. Das heißt, sogar nicht mal ein Platoon kann es schaffen, einen Weltenboss zu legen. Das heißt, hier müssen sich möglicherweise mehrere Spieler gemeinsam vereinen. Man stelle sich vor, wie mehrere Teams über Proximity Chat sich über die Karte treffen und sagen, hey, kommt ihr mit auf den Weltenboss? Plötzlich sammeln sich mehrere Platoons, vielleicht 2 Sechser-Platoons, 12 Spieler oder noch mehr in einer riesigen Schlacht, die gemeinsam den Weltenboss angreifen. Und das könnte richtig krass sein. Stellt euch vor, über Voice-over-IP hört ihr plötzlich, wie die Leute sterben, die gefallenen Kameraden schreien und ihr versucht mit letzter Kraft. Den Rest lassen wir jetzt mal eurer Fantasie. Also wir werden sehen, ob es überhaupt so krass wird. Ich hoffe. Jedenfalls, das sind so die Endziele momentan, so wie es aussieht, bis dann die Easter Eggs kommen werden zu Season 1 oder Season 2, sollen weitere Inhalte kommen. DMZ Zombies bekommt Vollsupport, das heißt, da werden viele Content-Upgrades kommen, dadurch, dass es auch auf der neuen Warzone-Map stattfindet, die auch upgegradet wird über den Warzone-Modus, werden auch hier viele Upgrades erfolgen, also da wird sehr viel Dynamik drin sein in Zukunft. Wer nicht so lange warten möchte, jetzt zum Halloween-Event geht's los mit dem Spuk, da werden wir das erste Mal Zombies haben in der DMZ, das heißt Zombies, DMZ und PvP, also eine Kombination, die wir in dem Zombies nicht mehr haben werden, werden wir ab dem Halloween-Event haben. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz besonderes, ein wichtiges Element. Ich habe hier noch ein Video gemacht, was die Neuigkeiten dazu so ein bisschen zusammenfasst, was wir bisher wissen, was im Halloween-Event vorkommt. Ich verabschiede mich da bis dahin, sage Good Hunting, hasta luego und hasta la vista, ciao, ciao, ciao.